Hallo, hier ist wieder der Kurt. Ich bin heute bei Ann-Kathrin Grundke, der ehemaligen Besitzerin. Nein. Was habe ich denn nur verkehrt? Gleich am Anfang verkommt ein Versprecher. Geschäftsführerin und stille Teilhaberin. Also, Geschäftsführerin und stille Teilhaberin vom Konsortium in Harburg, das ich auch besucht habe, ab und zu mit meiner Frau. Und da ist mir an sich im Groben und Ganzen nur Jimmy Cornette im Kopf geblieben, weil es genau die Musik war, die mich an dem Tag, wo ich mir das erste Mal gehört habe, so angesprochen hat, dass ich gesagt habe, da muss ich wieder hin. Das verstehe ich. Und dann auch diesen Laden, ich sage einfach mal Laden, das Konsortium, so eng es war, aber so toll war das auch. Das muss man einfach mal sagen. Hat auch Attraktionen ganz anderer Art und nicht nur Musik. Da sind Komorowski-Schnitzereien. Und die sind auch unter Denkmalschutz gestellt und die dürfen nie abmontiert werden. Das ist also was sehr Wertvolles. Sehr wertvoll. Gut, dann fangen wir mit den Wertvollen an. Und zwar, ich frage einfach mal, Ann-Kathrin, von wann bis wann warst du stille Teilhaberin? Nein, erst Geschäftsführerin, egal. Die stille Teilhaberin kam ein Stück später. Ich habe angefangen 1987. Zunächst habe ich Bands gemanagt, die da reinkamen, und dann habe ich das Booking gemacht. Und 1990 wurde ich dann Geschäftsführerin, offiziell. Ich hoffe, es stimmt in der, ja doch, es stimmt in der Reihenfolge. Und ja, bin 98 offiziell dann ausgeschieden, weil ich 96 schon pensioniert wurde. Bin ich aber noch 2 Jahre länger geblieben, weil da mein ganzes Herzblut drin steckte. Ich habe so viel Spaß daran gehabt. Ich mache nebenbei mal eine kleine Aufnahme für Facebook. Aber erzähl ruhig weiter. Dazu musst du mich jetzt wieder was fragen. Mach gar nicht. Du warst also Geschäftsführerin. Ja. Und hast das Booking gemacht, damit wir wieder reinkommen, weil ich dich unhöflicherweise unterbrochen habe. Kann ich auch gut. Hast das Booking gemacht. Was war für dich besonders reizvoll, den Posten der stillen Teilhaberin oder Geschäftsführerin zu übernehmen? Es muss ja irgendwas Reizvolles sein, denn wenn man das Booking macht, ist eine Sache, aber wenn man das andere macht, dazu muss man ein bisschen mehr. Ja, das war aber ganz prosaisch und hatte mit Musik nur in zweiter Linie was zu tun. Wir hatten ein Darlehen von Holsten und waren verpflichtet, zu deren von ihnen bestimmten Preisen bei ihnen abzunehmen. Und das konnte man nur unterbrechen, indem man sie auszahlt. Und da habe ich dieses Darlehen von Holsten ausgezahlt, zurückgezahlt. Und damit waren wir freier. Wir konnten dann freier kaufen. Also das hat einen ganz kaufmännischen Hintergrund und keinen unbedingt vordergründig künstlerischen Hintergrund. Aber ich habe so viel Herzblut da reingesteckt, so viel Herzblut. Werden wir vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, was wir alles für Veranstaltungen gemacht haben. Die waren ja nicht nur im Konsortium. Dass ich froh war, dass ich endlich auch ein Stück davon in der Hand hielt, um auch zu sagen, das machen wir doch. Ja. Wenn man Lupus, das also du konntest wollte, dann habe ich gesagt, du, das machen wir du doch. Du konntest und wolltest mitbestimmen. Ja. Unser lieber Lupus, den ich sehr geschätzt habe und ein hochintelligenter Mann, ein super Musiker, der konnte sehr stur sein. Und wenn wir uns in die Wolle gekriegt haben, habe ich dann versucht, auf die Art und Weise auch mal zu gewinnen. Ja. Es haben ja also nicht nur... Also nicht nur Jimmy Cornette hat gespielt im Konsortium, sondern auch sehr viele. Ich habe jetzt hier eine Mappe vor mir liegen. Da darfst du gleich drauf zurückkommen, denn zu Jimmy möchte ich noch was sagen. Ja, gerne, immer. Ich bin der festen Meinung, dass Jimmy einer der ersten Auftritte überhaupt bei uns im Konsortium hatte. War übrigens auch ein Streit zwischen Lupus und mir. Aber ich habe gewonnen und Jimmy ist aufgetreten und ich schätze Jimmy sehr. Auch als Mensch. Er macht ja, als Mensch, er ist, seine Ansichten sind gut. Er ist ein super Musiker und er ist ein Mensch, den man als Mensch betitulieren darf. Gibt es nicht viele von. Außer Jimmy könnte denn wirklich auch das Konsortium ein bisschen mit bekannt gemacht hat. Aber ich habe gesehen, jetzt hier Joja Wendt hat mitgespielt, Micky Wolf hat mitgespielt. Joja Wendt spielte mit Eight to the Bar. Und bei mir auf dem Stadtfest, das heißt, das war ein sogenanntes Harburger Sommer, da haben wir hier irgendwo dann auch das Plakat dazu. Der Harburger Sommer fand alle 14 Tage auf dem Rathausplatz statt.
kostenfrei für die Bevölkerung. Ja. Getränke mussten sich leider selber kaufen. Aber das habt ihr ausgerichtet? Das habe ich organisiert, ja. Mhm. Da musste ich auch ziemlich überreden, aber ich habe es geschafft. Und das war sehr schön. Wir haben auch Stadtfeste gemacht, aber er war bei dem Stadtfest, also bei den Sommerkonzerten. Ja. Da war Joja Wendt dabei und als er noch mit Etude the Bar aufgetreten ist, da natürlich auch. Da war Pianist. Joja Wendt hat ja auch, der ist ja auch bekannt mit wie heißt der, Knut Harms vom Come In. Das sagt dir auch was, sicherlich? Leider nicht. Du kannst mich vor allen Dingen mit Namen furchtbar quälen. Das können wir mal gleich festhalten. Wenn ich ihren Namen durcheinander bringe, will ich niemanden beleidigen. Das ist nur mein schreckliches Namensgedächtnis. Mir geht es ähnlich. Weil man kennt ja mehr als zwei Leute. Ja. Und man lernt auch immer wieder immer neue dazu. Und die stellen sich zwar achtmal vor, aber die nächste halbe Stunde hat man das doch wieder. Es nimmt mir auch keiner mehr übel, wenn ich sage, ich kenne deine Lebensgeschichte, aber sag mir doch schnell mal deinen Vornamen. Es nimmt mir keiner mehr übel. Und bei mir ist es auch so, dass ich im Ausland war, in England gelebt habe, in Spanien gelebt habe und immer neue Leute und in der Praxis gearbeitet habe, wo wir Tausende von Patienten hatten. Also der Speicher ist restlos voll. Der entleert sich auch nicht mehr, da passiert nichts mehr. Sei froh, wenn ich weiß, dass ich diesmal weiß, dass du Kurt heißt und nicht Heinz. Gut, also ich heiße immer noch Kurt. Wir wollen irgendwie sollten wir jetzt mal anfangen. Also Jimmy Cornette habe ich schon versucht, den Bogen zu spannen. Mhm. Welche der Bands oder welche Musiker oder Bands sind dir besonders im Kopf? Oh Gott. Ich schalte dies ab, dann kann ich nämlich auch einiges fotografieren. Liebe Leute auf Facebook, wir melden uns noch wieder. So. Diese Band, die habe ich auch selbst gemanagt. Als wir Veranstaltungen gemacht haben, die waren ja nicht nur. Welche jetzt? Das ist Lou Patricks. Mit seinem Pianisten, der auch Dozent in Eindhoven, glaube ich, ist. Beide aus Holland. Nico Moll. Den habe ich hier nicht irgendwo. Die habe ich auch ins Fernsehen gebracht. Bis ich die ganze Seite habe. Das ist übrigens Lupus. Ja. Konsortium, genau, das ist es. Ja. Er den Laden. Ach, er hat den Laden, ja. Er hat mit einem Konsortium, das waren zuerst mehrere Freunde zusammen, nachher hat er die alle ausgezahlt und hat das alleine gemacht und dann kam für ihn zum Unglück oder zum Glück ich. Und dann kam die Lawine. Wie bist du da reingerutscht? Eigentlich durch die Künstler, die ich selbst gemanagt hatte. Ich wollte da gern spielen. Hm? Ich war aber vorher noch nicht drin gewesen und mir dann erst mal den Laden angeguckt und dann habe ich die da vermittelt. Und wir kamen ins Gespräch und dann ging ich immer öfter hin. Und dann, durch die ganzen Gespräche mit Lupus und mit den Leutchen, die da mit Sachverstand rumsaßen, und seine Konsorten waren zum Teil noch drin. Einer kommt übrigens auch noch immer als Stammgast in die Stumpfe Ecke. Das ist Uwe Kirchmann, glaube ich. Ich hoffe, das stimmt. Er soll mich nicht erschlagen, wenn es nicht stimmt. Jedenfalls war der auch einer von den Konsorten, die mitbegründet haben. Ja. Und der kommt also auch noch jetzt in die Stumpfe Ecke. Das heißt, du bist jetzt die Stumpfe Ecke. Ich war erst jetzt einmal da. Mit der, wie heißt sie, Claudia, ne? Oh nein, Sabine. Sabine. Schön. Sehr sympathisch. Freut mich. Aber das hat man auch selten. Die war sehr zugänglich. Dass ich die Kameras aufstellen durfte oder wie die Kameras sie aufstellen durfte, hilfsbereit und also. Das ist ein super Laden, ein so gemütlicher Laden. Und wir haben da jetzt schon so in diesem Jahr so viele nette Konzerte erlebt und schöne Konzerte, außergewöhnliche Konzerte. Ich weiß nicht, kennst du denn auch die, wie heißt die? Age of Aquarius. Aquarius. Ja. Die waren als letztes da. Habe ich im Hotel Lindner. Ja, Hotel Lindner, ja, genau. Ja. Die sind auch großartig. Und sympathisch. Auch. Und auch die alle anderen, die wir da in letzter Zeit gehabt haben, immer eine gute Stimmung. Sehr, sehr warm und herzlich das Ganze und wunderschön. Also ich sage immer, es gibt viele unbekannte Musiker, die wesentlich besser singen und spielen als Bekannte. Ja. Ja. Stimmt, ne? Ja. Oh, das unterschreibe ich blind. Also was einige da
ohne Verstärker und ohne groß rumzuzaubern am Mikrofon oder am Schaltkasten, was die rausbringen, da muss man sich wirklich wundern. Und dann auf der anderen Seite sind Superstars, und wenn du die live hörst und ohne... Du bist enttäuscht. Dann bist du enttäuscht und möchtest doch dann lieber weglaufen. Manche ja, weil die auch eigentlich nur gesponsert werden und einen Background haben an Sponsoren, die mithelfen. Als Musiker musst du nicht nur Talent haben. Das hilft dir manchmal gar nicht. Du musst auch Glück haben. Ja. Und Leute kennen natürlich. Lass uns da mal weiterblättern. Und dann bei Micky Wolf. Dann habe ich hier Christiane Hohensee. Das war ein Konzert bei uns hier im Rathaus. Das war zum Volkstrauertag, glaube ich. Und da hatte mich der Bürgermeister gebeten, oder Bezirksamtsleiter, dieses Unwort, hatte mich gebeten, ob ich da nicht jemanden wüsste. Und da hat sie einen Liedernachmittag gegeben. Es war ein Nachmittag. Das ist eine jetzt Gamonia aus St. Petersburg. Hervorragende Musiker, ganz hervorragende. Habe ich leider noch nie gehört. Ja, siehst du, da, die habe ich auch mit dabei hier. Können wir nachher mal reinhören. Ja. Das sind sie auch. Die sind dann auch vom Sat.1 aufgenommen worden. Die habe ich hier in Harburg auf der Straße aufgetan und habe sie dann unter meine Fittiche gebracht. Waren die als Straßenmusiker hier? Ja. Mhm. Das beim Durchgang, das gibt es ja gar nicht. Ja, ne? Und bis zum Fernsehen alles Mögliche und habe ich sie auch recht bekannt gemacht. Und das war wieder im Rathaus. Ja. Da hat unser Bürgermeister ich kann dieses Bezirksamtsleiter nicht leiden. Entschuldigt mich, ich sag Bürgermeister. Der erste Bürgermeister von Harburg. Ja. Der hatte einen neuen Flügel gekriegt und hat ihn mit Klassik. Da hat der Professor Rau von der Musikhochschule den für die Klassik gesorgt und ich im Nachhinein für den Jazz. Und da, weiß ich, Jazz kennst du weniger, ne? Ja. Johannes Bahlmann zum Beispiel, ein sehr guter Musiker. Und die stehen da alle mit Namen irgendwo drauf und ich kriege sie nicht zusammen. Johannes und ich haben mal ein Duett da gebracht. Das heißt, er gespielt und ich gesungen. Es war sehr lustig, ich kenne nämlich keine Texte. Ich saß auf der Treppe, er spielte am Flügel und sagte, nun sing das doch mal. Ich sage, Johannes, kennt keine Texte. Dann sagt er, sag ich dir vor. Und er guckte dann immer so runter, When I Fall in Love. Und er guckte mich nur so an und ich guckte ihm völlig gebannt auf die Lippen natürlich, weil ich den Text hören sehen wollte und habe das gesungen. Kommt hinterher die Frau des Bürgermeisters und sagt, sag mal, ihr seid ein Paar nicht, du bist verliebt. War der schönste Witz aller Zeiten, 30 Jahre jünger als ich. Auch nicht schlecht. Oder 25, weiß ich nicht. Ja, Boris, also russische Weisen aus der Gitarre, dann auch russische ja, Musik gemacht? Ja, das ist einer von den von Gamonia. Tinglefoot habe ich noch nie gehört. Das war eine Band, die hat eine Bekannte von mir gemanagt und die waren auch mit auf dem Rathausplatz. Aus dem Jahr 95 ist das? Ja, ja. Also ich habe von denen auch noch Tonträger irgendwo. So ganz genau, die waren alle da. Apropos Tonträger, recht vielen Dank. Gerne. Das ist mir gesponsert worden. Dankeschön. Geschenkt. Also ich schenke noch auf Deutsch. Ja. Ich sponsor keinen älteren erfahrenen Herrn hier. Das ist Michael, glaube ich, Michael Schumann, ne? Michael Schumann, ja. Michael Schumann, ja. Auch ein guter Pianist, der war übrigens auch beim Rathaus dabei. Dann haben wir hier nochmal Michael Schumann, ja. Dann haben wir hier Julia Wendt. Jo. Sehr bekannt inzwischen. Ja, damals war er noch nicht ganz so bekannt. Auch über Knut Harms, wir hatten eben schon mal gesprochen, Knut Harms aus dem Kamin in der Beckstraße. Und ich habe ihn gesehen mit Chuck Berry. Und zwei wirklich virtuelle Musiker auf einer Bühne, so kann man wirklich sagen. Er hat einfach was los, der Julia Wendt. Er macht vor allem sehr unkompliziert und menschlich, wenn man das so sieht, selbst im Fernsehen, er kommt nicht arrogant rüber. Nein. Und vor allen Dingen hat er etwas geschafft oder macht das Gleiche wie der Teufelsgeiger da, der Neue, wie heißt er denn? Er hat Klassik modernisiert in unsere Stilrichtung, die wir so heute haben, um es jungen Menschen näher zu bringen. Mhm. Also er hat es umgeformt,
praktisch in Rhythmus und, aber die Melodien gelassen, um die Musik, denn das näher, ist, dem Publikum, näher zu bringen. Und das fand ich großartig. Es können auch wirklich nicht viele, ich meine, ich weiß nicht, wie heißt der hier noch, der unser Stehgeiger, wie heißt ja, der? Ja, sag ich doch, der Teufelsgeiger. Ich weiß, ja, ich komme im Moment auch nicht auf seinen Namen. David Garrett. Genau. So langsam wir zusammen kommen. Können wir das doch prima. Ja, aber es ist nicht meine Musik, aber darum geht sie. Es geht nicht immer darum, nee, was ich mag, sondern mir geht es darum, Musik verbindet den einen so, den anderen so. Und ich habe also festgestellt, ich bin kein Heavy-Metal-Fan, aber ich gehe gerne hin zu Konzerten, weil die Leute, die dort sind, oder auf Festivals, die sind so miteinander verbunden, ja. Wildfremde feiern zusammen, ja, was man auf manchem Popkonzert einfach nicht hat. Nee. Da gehst du hin, es ist ja, wenn du jetzt normalerweise reingehst, ob jetzt ins Konsortium oder sonst irgendwo, Konsortium war vielleicht nicht so ganz ein schlechtes Beispiel, aber es gibt Gaststätten oder Lokale, wenn du irgendwo hingehst und setzt dich mit an einen Tisch, wo Musik gemacht wird, die gucken dich an, als wenn du denen das Essen wegnehmen willst. Weißt du, es ist leider das so. Das ist deutsch. Ne, die gucken dich das an. Das ist deutsch, das habe ich weder in England erlebt noch in Spanien. Das gibt es in keinem, nein, anderen Land, also irgendwo. Nur mir fällt das auf. Also wenn du dich irgendwo hinsiehst, ja, die haben Angst, du nimmst entweder das Getränk, das Essen, die, ja, Frau, den Mann. Ja, die Farbe aus dem Gesicht, egal was. Ja, ja. Schade, dass es so ist, aber viele sagen immer, ja, bei mir ist es nicht so. Aber wie, du triffst diese Leute im Lokal und setzt dich dazu, dann kommt gleich, was willst du denn so ungefähr? Ja. Ist gut. So, mit der Mimik genehmigen sie das dann und ich verstehe das nicht. Wir hatten sogar in Spanien ein 5-Sterne-Hotel, das hat unten drin eine Disco, die auch oft Karaoke machten. Da waren viele auch meines Jahrgangs drin.